Da geht's bei Power to the People und wir starten direkt an den nächsten Tag. Auf geht's. Okay, gut. Entschuldigung, ich musste mich gerade mal kurz lautlos schalten. Also, jetzt sieht's gut aus. Windpark ist außer Betrieb. Er, glaube ich, ne? Ja. Wie wir sehen, erzeugen die Dieselgeneratoren sehr viel. Wir machen den mal aus. Und gucken mal, ob wir damit hinkommen. Ich würde fast sagen, nicht. Oh, wir haben ja einen zweiten gebaut. Die müssten ja eigentlich über die Leitung jetzt mehr Energie liefern können. Aber die Dieselgeneratoren erzeugen momentan relativ viel. So, wir machen das mal aus. Und wenn wir hier tatsächlich sehen, dass wir Probleme bekommen, dann schalten wir die ersten Dieselgeneratoren an. Das würde ich übrigens gerne, sowas finde ich auch noch cool in dem Spiel, wenn man sagen könnte, hey, pass auf, wenn du merkst, ein Unter- und Überspannungsschalter, also es gibt ja Unterspannungsschalter oder Unterfrequenzschalter. Also was passiert, wenn du eine zu hohe Last hast? Eine zu hohe Last zieht an dem Magnetfeld des Generators und bremst ihn ab. Kein Witz. Das sorgt dafür, dass die Frequenz sinkt. Das sind Situationen, die hatten wir auch tatsächlich schon mal. Und dieses Absinken der Netzfrequenz kann detektiert werden und dann kannst du in tatsächlich Millisekundenbereich Netzreserven zuschalten. Es gibt Netzreserven, die sind Millisekundenbereiche. Das heißt, du schaltest das so schnell ein, dass die Energieverbraucher das nicht merken, die Elektronik, weil die haben ja meistens Mini-Speicher, die das ausgleichen können. Und du hast Minutenreserven und Stundenreserven. Kohlekraftwerke sind tatsächlich Stundenreserven. Gaskraftwerke sind zum Beispiel, gehört zur, wenn ich mich recht erinnere, zur 15-Minuten-Reserve. Die können ja von 15 Minuten so hochgefahren werden, dass sie Teile des Netzes abpuffern. Das sind so Sachen, die würde ich hier gerne noch einstellen können. Dass man sagt, hey, pass auf, du schaltest erst bei Netzunterspannung oder bei einer Unterfrequenz ein und zum Beispiel die Dieselgeneratoren. Das wäre noch eine coole Sache. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Ja, jetzt müssen wir mal einen Blick erhaschen hier oben hin. So. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Wir sind an der Spitze. Ja. Wir könnten sogar noch einen Dieselgenerator ausschalten. Ja, die Speicherladung sinkt jetzt, aber das ist kein Problem. Wenn die Speicherladung sinkt, ist das kein Problem. Okay, hier oben sieht es aus. Wie bitte? Kaputt. Kann nicht entfernt werden. Kann nicht repariert werden, bis der umgestürzte Baum entfernt wurde. Was? Moment, was? Ich habe einen Baum gegrillt? Wie bitte, was? Aber ich veräppeln? Das ist ja geil. Und das hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Okay, wir sind bei Tag 22. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. 41, okay. So, da wird repariert. Also. Einmal Check-up. Oh, da müssen wir auch demnächst was tun. Aber ich würde halt, wie gesagt, gerne warten, bis wir eine neue Stadt haben. Wie sieht's hier aus? Ja, sind auch schon an der Grenze. Ansonsten, ich hoffe ja immer noch, dass hier eine Stadt entsteht. Dann könnten wir hier ein Trafo setzen oder auch zwei. Und eine Einspeisung von der Seite noch machen. Noch haben wir tatsächlich das Glück, dass wir keine allzu langen Leitungen haben. Ja, der Speicher ist jetzt voll. Sieht es morgen mit dem Wind aus? 7! Da müssen wir auf jeden Fall mindestens einen der Dieselgeneratoren hochfahren. Das ist jetzt uncool. Ich bin aber überlegen, ob wir hier schon irgendwas machen. Und hier vorne einen Trafo hinsetzen. So, wie sieht es hier unten aus? 10, die Stadt ist noch klein, die Stadt ist auch klein. Aber die beiden hier, da wird es kritisch. Da sind wir bei 46. Ein Hauptteil kommt hier rüber. Wir könnten natürlich auch da aufmachen. Und da auch zumachen, dass wir Teile der Häuser tatsächlich anders versorgen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
einmal da aufmachen. Dass wir die Industrie hier hinten so versorgen. Ah, wir können das mal testen. Dann machen wir da noch auf. Und ziehen dich da lang. Nein, wir machen das noch anders. Ziehen dich da lang. Na, da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Na, mal gucken. Ich bin gespannt. Weiter geht's. So. Neustart wird gebaut. Dieselgenerator wird runtergefahren. Welcher? Der. Komm, dann machen wir einfach den schon an. Und dafür machen wir einfach den aus. Dann können sie den in Ruhe runterfahren und warten. Okay. Ja, dann. Volle Geschwindigkeit. Jetzt ist noch nicht interessant. So, einmal langsamer. Oh ja. Da hinten haben wir jetzt was ge... Das sieht gut aus. Der hat... 25 Megawatt, aber das ist noch weit entfernt. Er könnte eventuell Probleme machen. Er hat 26 erst tatsächlich an der Grenze angelangt. Ja. Naja, was heißt an der Grenze? Wir haben noch 10 Megawatt. Na, noch geht's. Noch geht's. Also hier müssen wir gleich ein bisschen was investieren. Wie sieht's da aus? 25 passt noch. Okay. Also in der Stadt müssen wir gleich investieren. Mhm. Ansonsten könnten wir auch hier ein Trafo bauen. Hier vorne hin. In die Richtung. Und ein Stückchen hier raus einspeisen. Und uns gleich für Landmarke hier was übrig behalten. Das können wir machen. Das machen wir. 44.000 verdient. Wunderbar. Ja, das finde ich gut. Das machen wir. Wir bauen uns ein einfaches Umspannwerk hier hin. Einmal mit 8.000. Das ist günstiger, wenn wir das da gerade lang ziehen. 8, 4, 7. Ah, 7, 7. Nehmen wir den Weg. Okay, dann einmal da auftrennen. Das speisen wir von da ein. Und der Teil kommt bitte von dort. Okay. Dann haben wir hier noch sogar für den Weg da hinten ein bisschen Kapazität. Jetzt checken wir mal. Da haben wir alles rausgeführt. Da haben wir alles rausgeführt. Hier hinten. Und gleich ein bisschen weiter bauen. Das passt noch. Wie sieht es hier aus? Ja, das sieht auch noch gut aus. Ah, guck mal, da vorne ist eine Straße entstanden. Da führen wir auch gleich raus. So. Okay. Jetzt könnten wir tatsächlich hier vorne zentral noch ein Windrad bauen. 50.000. Wir sind bei 10 Meter die Sekunde, 8,4. Oder wir bauen tatsächlich mal ein bisschen was anderes und sparen jetzt mal auf ein Biogaskraftwerk. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen das. Wir machen das jetzt wieder so, dass wir tatsächlich sparen. Oder halt die Offshore. Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass hier irgendwo eine Stadt entsteht in diesem Bereich. Dann könnte man nämlich tatsächlich gut versuchen, diese Stadt komplett eigenständig erstmal mit einem Offshore-Kraftwerk einzuspeisen. Das machen wir. So versuchen wir das mal. Ich will unbedingt diese Offshore-Windräder mal testen. So. Oh, 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 oh. 28. Na, bei ihm sieht's. Oh, was haben wir denn hier für an Versorgung? Ja, ich sehe das Problem. Wir führen ihn mal da hinten raus. Zack. Und dann versuchen wir das Gleiche zu machen, dass wir das aus beiden Richtungen mal einspeisen. Gucken, ob das klappt. So, 50.000 verdient. Jawohl, sehr schön. Ja, jetzt können wir wieder 8 Stunden warten, würde ich sagen. Haben wir irgendwas Schickes?
Drei Punkte. Isolation, Werbekampagnen, das braucht man nicht. Das würde ich mir wirklich aufheben, wenn wir so bei, ja, am vorletzten Tag bei 51% angelangt sein sollten. Das ist ja unsere Grenze, bei der wir hier gewinnen. Dann holen wir uns den Punkt. So, Hochleistungsleitungen. Wenn ich ehrlich bin, würde ich erstmal gerne auf die hier sparen. Mit 6 Punkten. Erhöht die Kapazität aller Stromleitungen um 30%. Erhöht die Wartungskosten. Ist so. Können wir nicht ändern. Aber das machen wir erstmal. Okay. Ansonsten hier sah es eventuell kritisch aus. Wir schauen nochmal. Hier rein. Oh, da waren wir tatsächlich an der Grenze. Uiuiuiui. Da müssen wir aufpassen. Ah, die Stadt ist relativ groß tatsächlich. Also die Versorgung ist nicht mehr so gewährleistet. Wir könnten halt hier was bauen. Haben wir da unten. Ich komme immer wieder auf das Thema Windrad hier unten zurück. Dann könnten wir hier ein Trafo bauen. Ja, wir warten jetzt erstmal ab, bis wo die Stadt entsteht. So, Dieselgeneratoren sind außer Betrieb. Wir haben aber genug Energie, oder? Speicherladung steigt. Sehr gut. Windräder laufen alle. Könnten wir den. Den machen wir uns für Notfälle mal auf. Ach, okay. Nee, das machen wir nicht. Gut. Dann spulen wir mal ein bisschen vor. Neue Stadt wird in 6 Tagen gebaut. Wo ist sie? Oh, was soll ich denn da unten mit einer Stadt? Können die nicht mal hier eine Stadt bauen oder da vorne oder sowas? Dass man mal dieses verdammte Windrad vernünftig testen kann? Grrr. Das ist ja ärgerlich. So. Springen wir nochmal ein bisschen vor. Also, 26 Megawatt. Ja, er hat Probleme. Und wir haben auch Energieprobleme. Ja. Wir haben zu wenig Energie im Netz. Wir sehen es hier. Also wir müssen ganz dringend was machen. Definitiv. Er ist auch zu. Zu klein. Was machen wir denn da? Erstmal warten wir ab, bis der Tag vorbei ist. Also, da müssen wir was machen. An dem hier. 3,5. Ja, sehr gut. Richtig Kohle verdient. Das ist gut. Also. Die haben noch keinen Strom. Da müssen wir langsam was machen. Im schlimmsten Fall stelle ich denen da irgendwo einen Dieselgenerator hin. Nein, das geht ja auch nicht. Okay, jetzt machen wir erstmal die Anlage. Also. Biogas können wir auch nur hier hinstellen. Das bringt uns da vorne also auch nicht weiter. Hätte aber den Charme mit 84 Megawatt, dass wir wesentlich mehr Energie liefern könnten damit. Und wir könnten es da hinstellen. Das ist außerhalb des NIMBY-Radius von jeglichen Sachen. 114.000, 106. Da könnte man es hinstellen, 90.000. Und dann von da aus gleich eine Leitung runterziehen. Wir stellen das dahin. Einmal daran. Und dann werden wir zwei Transformatoren aufstellen. Einmal einen großen direkt nach da. Dahin. Und einen großen hier hinten hin. So, dann gibt es zwei Leitungen. Einmal dahin. Ja, das könnte man vielleicht noch effektiver machen. Wenn wir dahin gehen. Na, ist egal. Einmal dahin. Das wird schon zu teuer. Dann muss die Stadt noch einen Tag so aushalten. Das müssen wir dann am nächsten Tag machen.
Dann versorgen wir dich jetzt erstmal über den Weg. So. Und so. Und dann machen wir jetzt die Dieselgeneratoren alle aus. Gut. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Weiter geht's. Jetzt müssten wir eigentlich auch genug Energie im Netz haben. Um das hier versorgen zu können. Ihr seht, das geht schon ganz schön hoch, ne? Also, aber hier hinten ist noch ein bisschen was. Also das sieht erstmal gut aus. Ja, das ist erstmal okay. Gut. Also, das sieht erstmal schön aus. Das gefällt mir. Die Erzeugungskosten müssten jetzt auch deutlich geringer werden. Ja, 6 Dollar pro Megawattstunde und 1000 Fixkosten. Ah, da sind die Fixkosten ein bisschen geringer, aber 9 pro Megawattstunde. Also, da sind wir deutlich effizienter jetzt. Das ist gut. Zumal wir jetzt tatsächlich 100% regenerativ laufen mit dem Biomassekraftwerk. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir. So, dann spulen wir ein bisschen vor. Ja, er läuft an der Belastungsgrenze. Ja, ich weiß. Wir sind dran. Wir sind dran. Da wird was gemacht. Moment mal, jetzt müssen wir tatsächlich hier mal gucken. Was haben wir da? Da müssen wir schauen, dass wir vielleicht sogar einmal da kappen. Das sieht besser aus. Na, wir könnten vielleicht sogar da kappen. Das ist besser. Ja, das gefällt mir mehr. Okay. Gut. So, dann sollten wir jetzt hoffentlich ein bisschen Geld verdienen, dass wir ihn anschließen können. Und da haben wir noch ein nicht angeschlossenes Gebäude. Das machen wir auch direkt. Dich nicht bitte, sondern dich einmal da lang. Okay, 58.000 verdient. Sehr schön. So, also, er muss angeschlossen werden. Einmal da bitte. Und dann sollten wir die Netze hier hoffentlich ein bisschen entlasten. Also, da schließen wir, da machen wir auf. Über die Brücke legen wir die Kabel jetzt nicht mehr. Ich würde tatsächlich auch versuchen, dort ebenfalls aufzutrennen. Und dann schauen wir mal. Ach, jetzt hat das Haus keinen Strom. Ernsthaft? Ja, dann machen wir es da halt an. So. Okay. Gut. Am nächsten Tag haben wir den sechsten Punkt und können die Kapazität der Leitungen erhöhen. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir an alles gedacht haben. Wir haben das Biomassekraftwerk, wir haben die Windkraftanlagen. Wir könnten uns theoretisch noch ein Windrad irgendwo hinbauen. Bringt uns das was? Eigentlich nicht, ne? Wenn wir wissen, dass hier noch eine Stadt entstehen würde, dann könnten wir hier noch direkt eine Windparkbahn hinbauen. Ich würde es aber versuchen in Zukunft. Aber wir müssen jetzt halt auch sehen, dass, na, September noch nicht. September, also wir haben noch 2, 3 Monate Zeit mit viel Wind. Bis dahin müssen wir Alternativen aufgebaut haben zum Wind. Ich würde tatsächlich auch in Solarkraft investieren wollen nach wie vor. Das kriegen wir schon hin. Das machen wir. Also, Plan ist, in der Hoffnung, dass irgendwann hier eine Stadt entsteht und hier einen Solarpark aufzubauen, der tatsächlich die Windparks unterstützt. Und wir direkt an die Solarparks ein paar große Speicher anbauen. Jetzt checken wir mal, wie viel Megawattstunden so ein Solarpark erzeugen kann. Megawatt. Das ist natürlich eine ganze Menge. Also könnten wir locker 2 Salzspeicher mitfüllen. Also alleine bei 10 Stunden wären das 800, knappe 800 Megawattstunden. Da können wir sogar mehr als 2 von füllen. Okay.
Also ihr könnt mit einem Solarpark genug Energie produzieren, um zwei Salzanlagen zu füllen. Oder halt eine und nur 50% der Energie tatsächlich dann rausgeben. Ja, das könnten wir mal versuchen. Das wäre eine Überlegung wert. Wenn wir in ein paar Tagen genug Geld haben und wissen, wo die nächste Stadt ist, wir sparen jetzt mal, dann versuchen wir Solarpark in Verbindung mit einer Batterie aufzubauen. Das fände ich mal interessant. Das würde ich gerne bauen. Und so das Netz zu unterstützen. Wir müssen halt auch darauf achten, dass die Leitung hier Probleme bekommt. Aber wenn wir das haben, dann sollte das kein Thema sein. Wir könnten natürlich auch den Stromverbrauch reduzieren. Nee, machen wir noch nicht. Machen wir noch nicht. Wir machen erstmal die Leitung. Gucken, ob das die richtige Idee ist. So. Dann spulen wir mal schnell vor. Ich denke, da unten werden wir keine Probleme bekommen. Ein kurzer Check-up. 25, ja, das ist schon krass hier. Er hat immer noch 48, aber das sieht gut aus. Die hier, das Chemiewerk zieht, was? 5 Megawatt? Wow. Könnten fast versuchen, dass wir das da auftrennen. Was ist denn da los? 33, ja. Nur für das kurze Eckchen hier. Wahnsinn. Das ist ja krass. Ah, jetzt haben wir das Problem. Jetzt ist es natürlich ausgefallen. Aber das kriegen wir hin. Spulen wir schnell vor. Haben wir 62.000 verdient und wir investieren in die Hochleistungsleitungen. Und dann haben wir das Problem hier nämlich auch nicht mehr. Was wir machen könnten, wäre tatsächlich da aufschließen und damit ranbauen. Dann hätten wir das Gebäude zumindest hier mit versorgt. Jetzt müssen wir hier noch eine Straße versorgen. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn hier noch gebaut worden? Wahnsinn. Okay. Dann reißen wir das wohl alles mal ab hier. Wenn ich mich daran entsinne, dass das alles mal außerhalb der Stadt war. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Okay, das brauchen wir nicht abreißen. Ne, wir versuchen das mal anders. Doch. Wir versuchen das mal anders. Wir reißen das alles ab. Führen die eine Leitung da lang. Und die andere Leitung da lang. Und hoffen mal, dass das so ausreicht. Da noch ein bisschen bitte. Und hier könnten wir einen Strang von da machen und von dort. Und die Leitung können wir auch abreißen. Und einmal da weiterführen, bitte. Ich bin so froh, dass ich dieses Mal tatsächlich die Netze direkt erweitert habe. Das hier oben gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Aber okay, gut. Ich würde sie auch unterirdisch legen, aber das geht tatsächlich hier nicht. So, wie sieht es mit dem Wind aus morgen? 13 Meter pro Sekunde. Sehr schön. Dann würde ich sagen, einen Tag weiter. So. Zeugungskapazität 225, aber nur, wenn die Windräder voll laufen. Speicher leert sich, kein Problem. Der Dieselgenerator ist noch an. Das gefällt mir nicht. Den will ich mal ausmachen. Oh, dann haben wir nicht genug Energie. Okay. Auftrag verstanden. Jetzt haben wir das gleiche Thema. Jetzt wird schon die Energie knapp. Gut, dann machen wir das wie folgt. Wir bauen ein Windrad da hinten hin. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir das zumindest hier mit den Leitungen erstmal im Griff. 68.000 verdient. Wunderbar. Also, wir machen ein Offshore-Windrad.
dahin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit der Energieversorgung funktioniert. Ich würde nämlich gerne einmal hier lang gehen. 15.000, 14, 13. Also wir müssen auf jeden Fall da hoch. Und dann würde ich da lang gehen. Und dann da lang. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie viel das Teil produziert. Ganz ehrlich. Jetzt bin ich echt gespannt. Dann würde ich sagen, lasst uns den Tag noch machen. Und alle Blicke bleiben hier unten bei dem. Ja, das sieht erstmal gut aus. 20 Megawatt. Hochfahrtzeit 0, maximale Leistungsabgabe, aktuelle Leistung 0. Wir machen die Dieselgeneratoren mal alle aus. Sind alle aus. Oh, was haben sie denn da gebaut? Ach du grüne Neune. Ein Stab, was ist das denn? Okay, 1 Megawatt nur. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Wir könnten hier tatsächlich noch ein Umspannwerk bauen demnächst. Und das von hier aus einspeisen. Das würde funktionieren. Und dann auch hier diese Leitung von hier weiterziehen. Na, jetzt haben wir das Kälteproblem. Jetzt spulen wir mal vor. Mal interessieren. Ja, so. Das ist echt interessant. Also das ist eine ganz tolle Sache, weil die wirklich kontinuierlich Energie produzieren. Also wir könnten ihn ausmachen. Oh, er ist an der Leistungsabgabe. Eieieiei. 51 Megawatt. Ja, wir müssen investieren. Da eins hin, bitte. Hier eine Leitung vorbei. Erstmal dahin. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Warum? Oh, die sind alle an der Grenze. Da müssen wir tatsächlich jetzt schon die... Na toll. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, ich weiß, ich weiß. So, jetzt machen wir noch 3 Stunden schnell ohne Strom. 87%. So, na toll. Okay. Ja, also wir arbeiten jetzt dran. Also Optimierung bitte. Einmal da lang. Was repariert. Okay. Eine Leitung bitte. Dahin. Dass wir da auch zurück einspeisen können. Dann nehmen wir die hier weg. Und speisen dich bitte einmal von dort ein. Und dann können wir auch dieses unsägliche Konstrukt hier wegmachen. Und die Leitung da lang ziehen. So. Das ersparen wir uns noch. Einen Tag machen wir noch. Bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Weiter geht's. Dieselgeneratoren an, bitte. Und die gleich mit Energie produzieren. Er muss repariert werden. Er läuft wieder. Sehr gut. So, er ist unzufrieden. Warum? Ja, gut. Steigt aber wieder. So, da hinten haben wir keine Versorgung. Auch da bitte einmal hin. Die Stadt ist noch halbwegs gut ausgebaut. Aber da müssen wir das Gleiche im Auge behalten. Versorgen wir momentan aus einem. Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie Ihren Job großartig machen. Einmal den Blick hier hinten hin. Alles gut. Ah, da könnten wir auch bald einen neuen Kreis machen. Aber da sieht es noch gut aus.
Okay, so. Dann werden wir erstmal Zeit nach vorne laufen lassen. So, 18 Uhr, Stromspitze. An der Leistungsgrenze angekommen. Warum? Das sind 72 Megawatt braucht der. Heidewitzka. Ja. Na gut, wir können hier eins hinbauen. Das ist ja kein Thema. So, das machen wir direkt. Da ein Umspannwerk hin. Zack. Da eine Leitung ran. Die hier wird abgerissen. Thema erledigt. NIMBY-Radius ist in dem Fall, ja, grenzwertig gut, aber hey, das ist okay. 83.000 verdient. Das bedeutet für mich, wir bauen direkt ein neues Wind-Offshore-Teil auf. Das finde ich nämlich sowas von cool, die Dinger, muss ich wirklich sagen. Direkt eins daneben. Die produzieren uns nämlich konstante 55 Megawatt. Das ist ziemlich gut. Und das bedeutet, wir machen unseren Dieselgenerator aus. Wir machen die anderen aus. Wir haben 13 Windkraft-Power. Dann bauen wir noch ein zusätzliches Windrad auch noch auf. Sind die La Überlegung, wohin? 46.000, 40.000. NIMBY-Radius. Sieht gut aus. Oder halt hier hinten irgendwo. 58.000, das ist auch nicht so schön. Ist die Frage, ob die irgendwann mehr Energie brauchen hier, ne? Wir könnten es auch da hinstellen. Und da quasi ein bisschen mitproduzieren. Oder hier vorne ran. Wir bauen es erstmal hier mit hin. Okay, dann sollten wir hoffentlich auch genug Energie haben. So machen wir für morgen die Diesel alle aus. Ist aus. Ist aus. Und aus. Sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie die sich hier verhalten. Das ist eine extrem coole Sache, weil wir diesen gesamten Netzteil hier hinten von hier vorne aus speisen und hier wirklich auch massiv Leitungskapazitäten entlasten. Das ist eine ziemlich schöne Sache, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich hoffe nach wie vor, dass hier oben eine Stadt entsteht. Dann können wir endlich einen Solarpark bauen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Jetzt werfen wir tatsächlich noch mal kurz einen Blick hier rein. Und ich würde tatsächlich gerne das hier nehmen. Und danach reduziert den Stromverbrauch von Gewerbegebäuden. Das brauchen wir wirklich ganz dringend. Da müssen wir dringend weitermachen, denn der Stromverbrauch ist einfach zu groß. So, jetzt aber. Macht's gut. Bis morgen. Morgen geht's weiter. Euer Strategien. Ciao, ciao. Und gerne, gerne, gerne Kommentare in die, also Verbesserungen in die Kommentare. So, jetzt aber. Bis morgen. Ciao.